So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück nach einer ganz schön langen Zeit hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo jetzt auch hier leider aber sicher der Ping oben rechts ein bisschen höher als sonst, der Sack jetzt ausfällt. Ja, Internetprobleme machen einmal wieder unnötigerweise das Leben schwer. Wobei, jetzt pendelt es. Na, sagen wir dazu lieber mal nix. Aber wie dem auch sei, das ist auch natürlich der Grund, weshalb natürlich Genshin Impact jetzt mal wieder so spät mal wieder auf meinen Kanal kommt und wir jetzt erstmal die Erkundung des neuen Gebietes beiseite stellen, um dann jetzt erstmal kleiner Pilzling große Illusionen zu machen. In einer Ecke des Bezirks Leonet von Fontaine hat eine alte Freundin einen Stand aufgebaut, an dem sie ein verbessertes Tischspiel Kleiner Pilzling große Illusion anpreist. Den Bewohnern Fontaines für die Pilzlinge ein eher seltener Anblick sind, scheint dieses Tischspiel ziemlich neu zu sein. Naja, für uns eigentlich auch, das sagt mir jetzt nichts. Xelxys fantastische Abenteuer wiederum laufen, der sagt immer noch, er läuft immer noch. Ist ja natürlich das Hauptevent. Und jetzt fällt es mir auch gerade so auf, dass der sagt jetzt der kleine. Warte, oh. Ach, na toll. Erst er sagt ein paar Internetprobleme und jetzt er sagt noch Bildschirmprobleme. Okay, wir müssen da mal kurzzeitig einen kleinen Cut mal setzen. Das wird er sagt so jetzt nicht gerade so gut laufen. Aber bevor wir natürlich den Cut setzen, müssen wir natürlich jetzt auch mal ein paar Urgesteine abholen. Denn es gibt Dankesbriefe. Während des Abenteuers haben wir gemeinsam unzählige wundervolle Erinnerungen geschaffen. Dank der Unterstützung aller hat Genshin Impact den PlayStation Partner Award 2023 Grand Award gewonnen. Als Dankeschön werden wir dir, naja, die 800 Urgesteine haben wir. Und dann, er sagt, noch ein weiteres Dankeschreiben. Dank der Unterstützung aller wurde Genshin Impact bei The Game Awards als Best Ongoing Game 2023 nominiert. Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise begleitest. Und ja, gewonnen haben die, glaube ich, er sagt, nicht. Aber trotz allem haben wir jetzt eine Menge Urgestein darauf hingekriegt. 1000 haben wir schon mal. 400 weitere Urgesteine erwarten uns dann sowieso noch. Und ansonsten, wie sieht es ja gebetstechnisch aus? Ja, sowieso nur noch 9 Tage. Der Sino. Und Kamisato Ayato. Tja, eigentlich wäre ja Sino sowieso der Charakter, den ich jetzt sagt, ziehen würde. Aber Navia, einen Versuch zu machen, Navia in Version 4.3 zu ziehen, wäre, glaube ich, irgendwie besser. Wie dem auch sei, warte mal, jetzt muss ich ja sagt, doch nochmal kurz mal nachgucken. Bildschirmprobleme, sind die jetzt wieder da? Keine Bildschirmprobleme? Gehört das Flackern, er sagt jetzt hierbei zu Xelxys fantastische Abenteuer hinzu? Muss ja irgendwie, das ist ja bloß dabei. Hierbei wiederum sich jetzt er sagt kein Geflacker. Also gut, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt bloß bei Xelxys fantastische Abenteuer ist, das Geflacker. Och, nicht schon wieder. Die längst gescheiterten grafischen Gegenmaßnahmen. Wo ist das denn jetzt? Beim Spaziergang durch eine bestimmte Gegend des Hofs von Fontaine stoßen Palm und Du auf eine interessante Geschichte. Okay. Wir haben aber wenigstens noch genügend Zeit. Das muss man dazu jetzt auch sagen. Wir haben noch genügend Zeit, um natürlich dieses Event noch abzuschließen. Sofern natürlich wir, sag in nächster Zeit nicht wieder großflächige Internetprobleme haben. Weil das wäre dann jetzt, er sagt, wirklich unschön.
Aber gut, wir hatten ja bei Genshin Impact sowieso auch schon mal früher ein paar schwerwiegende Fehler gehabt. Besonders, da damals das Problem in Sumero, wo mal, der Turm da war und dann, nicht bei der Gegend. Bei der Gegenderkundung. Dass das jetzt doch, nicht allzu schlimm. Who's your friend, and what are they chatting about? Be pleased with the cherry on top, Charlotte! Journalist extraordinaire! Please tell me you're joking! Es wundert mich jetzt ein klitzekleines bisschen, dass das Ganze hier synchronisiert ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hatte ich da jetzt in letzter Zeit auch noch irgendwas verpasst? Eventtechnisch? Und generell... Ja, wir sehen doch, schon, die Pilzbestien, im Hintergrund, Trommelkäppchen und dann, noch der andere, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Und dann, auch schon die Fonta im Hintergrund. Hm. Was für... Was ist das jetzt für eine Quest, weshalb wir, das andere nicht machen dürfen? I read that a gang of criminals tricked the Gardamax by disguising themselves as Blubberbeasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of Begdom. I need you to calm down a little, Miss Lapine, Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubberbeast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Geschichte? Hmm. It sounds like they're just discussing a story, but why does this Miss Lapine Pauline seem so distressed? Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't going to get you far. If anything, it'll just make you stand out all the more. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom Blubberbeast, a titanic red-crowned finch, and a Spectre Man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it, and investing so much mora for nothing. Uh-oh. She really sounds like she's in pain. Paimon thinks we should just ask Charlotte what's going on. Wir haben ja sowieso nichts anderes zu tun. Traveler, Paimon, it's you! I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. She read an article in the Steambird about a criminal who evaded Gardamec detection by disguising themselves as a Blubberbeast. Inspired by this story, she spent a lot of mora researching counter-criminal image recognition technology. Her aim was to improve Fontaine's public security by developing a device that could enhance Gardamec's target recognition capabilities. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. But unfortunately, it was just a fictional story. And her efforts and aspirations were all in vain. I tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us, too. It's such a pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Tja, es hat niemand einen Fehler gemacht. Wait, Miss Lapine Pauline? What are you doing? I'm
gonna pick a fight with a Gardamek, head to the Opera Epicles, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropede. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Whoa! There's no need to go that far. I mean, come on. Look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? How bad can it really be? 270,000 Mora. Ich hab's ja geahnt jetzt. Ich hab's ja geahnt, dass das jetzt nochmal wieder passieren wird. So, aktuell hat man einfach bloß hier... Scherereien mit dem Internet. Wenn ich dazu jetzt so eine Vermutung dazu stellen würde, dann würde ich jetzt einfach mal glauben, das ist Absicht. Denn vor einiger Zeit hat man ja auch schon mal ein Angebot per Post gekriegt für Glasfaser. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Und ja, man will da, sag ja, beim besten Willen, er sagt nichts, naja, im Raum stellen, aber trotzdem, irgendwie hat man so das Gefühl, das hat einen Zusammenhang. Irgendwie habe ich ein Gefühl, das hat einen Zusammenhang, dass sich dadurch, er sagt jetzt, Internetprobleme häufen. Aber generell, wir in Deutschland haben ja generell eigentlich auch kein so gutes Internet. Oder auch keinen guten Netzausbau. Aber das nervt der Sack jetzt schon, so langsam aber sicher. Besonders dann, wenn man ja sowieso auch, ja, Online-Spiele, Sack, aufnimmt. Und dann sowieso ja auch, ja, dadurch, Sack, auch Events verpassen kann. Zum Beispiel jetzt ja sowieso auch mit den Pilzbestien. Und der Zusammenhang mit Fonta. Wäre auf jeden Fall, ist auch ein gutes Sponsoring. Für die Pilzbestien-Geschichte. Hätte ja sowieso eigentlich auch gehofft, dass das Ganze, sag auch mal, weitergeht mit einem weiteren Kampf der Pilzbestien, was man ja im letzten Jahr hatte. Aber was soll's, dann sagt nicht. Auf jeden Fall in der Version 4.3, da kommt auf jeden Fall wieder Arataki Itos großer Käferkampf wieder zurück. Okay, großer Käferkampf hieß es, glaube ich, er sagt nicht. Aber auf jeden Fall, das Event von Arataki Itto kommt in der zweiten Hälfte von 4.3 zurück. Der Kampf der Onikabutos geht, er sagt, weiter. Und generell wird es sowieso auch in der nächsten Version sehr filmisch werden. Aber jetzt muss ich auch erstmal an der Stelle einige Sachen überspringen wieder. Ja, also hier. Isn't that Charlotte? Who's your friend? Be pleased with it. I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blood. I've invested all my savings. Tja, so viel dazu mit der, sag, den schnellen Vorspulen oder besser gesagt über wegdrücken. I need you to calm down. Das geht beim besten Willen jetzt, er sagt nicht gerade sehr schnell. I'm afraid I'm not joking. Funnily enough, but to our surprise, in truth, since naja, wir müssen ja jetzt bloß erstmal wieder hin zu dem Punkt, wo die 270.000 Mora erwähnt wurden. Traveler, aber auf jeden Fall in Version 4.3 ein filmisches Hauptevent kommt, da er sagt, wo dann Furina die Aufgabe eines Regisseurs übernimmt. Und so oder so ein Event, ausgerichtet von Furina, kommt dann ja so oder so, ja. Hier bei Genshin Impact. Ich hatte zwar was davon gehört gehabt, dass es mal ein Tanzevent sein sollte, aber dass dann quasi eine Art Filmevent sein wird, wo Furina ihr filmisches Regiedebüt gibt. Ach, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall auch ein Event, wo sie die Hauptrolle mitspielt. Obwohl, die eigentliche Hauptrolle hatte, er sagt Navia, und dann er sagt hier sowieso auch noch Kamisato Ayaka. Wow,
There's no need to go that actually. So, jetzt müssen wir aber noch mal zu dem Punkt hingehen. 270,000 Mora. Okay, hier waren wir eben. Well, escaping to the fortress of Meripede over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last mora into this project, and now I'm left with nothing. It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. My life is over. Don't despair, Miss Lapine, Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it! If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. Come on! Stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. Der bessere Weg ist es, nüchtern und sachlich an eine Sache heranzugehen. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. Naja, wie heißt es so schön? Um auf was zu gewinnen, muss man auf was investieren. Aber ich denke, sag an der Stelle ist das ein bisschen zu viel Investition. Auf einmal. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. It's reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. Wie von Charlotte zu erwarten. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? I'm sure you'll have plenty of chances to use it on your travels. It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands, it's sure to capture some amazing sights. Thanks a lot, Charlotte. What a nice surprise. We were just curious about what you guys were talking about. Totally didn't expect to get a free gift out of it. You're welcome. I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. The boundaries between real news reports and news like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback.
Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. Also, sofern das Ganze jetzt eigentlich nichts mit dem Mini-Event zu tun hat. Oder wenn er sagt, vor allem die Linse jetzt nicht im Mini-Event vorkommt, dann frage ich mich, er sagt doch, wozu das Ganze jetzt? Wozu muss man das, er sagt, zuerst gemacht haben, um dann das Mini-Event zu machen? Ich glaube, er sagt wohl kaum, dass die Kameralinse hier zum Einsatz kommen wird. Aber mal sehen. Sieht Paimon das richtig? Ihm gerade schwebt etwas vorbei, das aussah wie eine Pilzbestie? Sind sie etwa die Pilzbestie in Fontaine eingefallen? Phantom Heart, schauen wir mal nach. Tja. Die längst gescheitesten grafischen Gegenmaßnahmen. Funktioniert es doch so? Also ich weiß nicht, ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Oder muss man da hier was ausrüsten? Objekt aktivieren. Tja, ich sah da jetzt keinen großen Unterschied. Vielen Dank für dein Verständnis. Die Überprüfung der Zulassung ist beendet. Deine Gefährten sind sicher und stellen keine Gefahr für die Bürger oder das Ökosystem von Fontaine dar. Nach dem Verwaltungsgesetz zu nicht einheimischen Arten in Fontaine und dem Verhaltenskodex für Handel des Bezirks Lyonnais kannst du mit der Veranstaltung fortfahren. Vielen Dank, Fräulein Turena. Ich hätte nicht erwartet, dass die Vorbereitung einer Veranstaltung in Fontaine so kompliziert ist. Es sind über 10 Zwischenschritte, mehr als in Ormos. Ich habe mich vorher wohl nicht ausreichend vorbereitet. Hä? Sollen wir sie also wirklich kennen? Ja, es könnte sie, er sagt, sein mit der Goldbrigaden. Ausrüstung, Klamotte. Unsere einstige Pilzbestien, Kampfrivalin. Könnte sie vielleicht sein, aber wir müssen den Namen haben. Gern geschehen und mach dir bitte keine Gedanken. Du und deine Pilzgefährten seid besondere Gäste. Die Maison Gardenage hat selten mit auswärtigen Arten von Pilzbestien zu tun. Da muss man vorsichtig sein. Deshalb hat es einige Zeit gedauert, sie zu beobachten und zu beurteilen. Anschließend werde ich den Auftrag an den anderen Gendarmen weitergeben. Wenn der legendäre goldene Meteorit und der silberne Satellit gesichtet sind, werden die Gendarmen sie informieren und die beiden ehrenwerten Gäste bitten, direkt zu dir zu kommen. Sag mal, kann es ja sagt sein, dass wir jetzt sag hier wiederum durch die Aktivierung des Kameraobjektivs jetzt, so einen Rundblick machen dürfen? Das ist mir jetzt, total neu, dass ich das so machen kann. Viel Erfolg bei eurer Veranstaltung Kleiner Pilzling, große Illusion. Und viel Spaß im Hof von Fontaine. Ich stehe euch zur Verfügung, wenn ihr mich braucht. Oder habe ich das, so noch nie ausprobiert? Ah, wie es scheint, muss ich euch gar nicht stören. Sie sind schon da. Warte langsam, der goldene Meteorit und der silberne Satellit, von denen du sprachst, sind die Zenitstürmer-Führungsklasse-Kämpfer? Was für ein Ding? Habe ich jetzt wieder ein Event verpasst? Wieso hat man uns den Titel Zenitstürmer-Führungsklasse-Kämpfer gegeben? Hey, warum redet ihr beiden nun plötzlich über uns? Und dann noch diese seltsamen Titel? Das wüsste ich jetzt auch gerne mal. Ihr zwei seid wie eh und je frisch und gesund mit strahlenden Gesichtern. Wer euch sieht, ist bereut. Ich glaube, wir kennen uns, nicht wahr?
Paimon kommt diese Stimme ein wenig vertraut vor. Aber sind wir dieser Dame schon mal begegnet? Mit deiner sonnengebräunten Haut scheinst du nicht aus Fontaine zu kommen, richtig? Halt, Paimon hat da so eine Ahnung, auch wenn es schwer zu glauben ist. Bist du etwa Hania? Diejenige, die sich immer um Trommelkäppchen und die anderen Pilzgefährten gekümmert hat? Ja, ich bin. Es ist schon lange her, goldener Meteorit und silberner Satellit. Dein neues Kleid steht dir gut. Dich hätten wir nicht wiedererkannt. Die Veränderung ist einfach zu groß und deine Art zu reden ist auch anders. Woran könnte das liegen? Versuchst du etwas so mit deiner Reise in Fontaine mit deinen Pilzgefährten zu einem besonderen Erlebnis zu machen? Eigentlich gibt es im Hof von Fontaine keine Kleiderordnung für Besucher. Selbst wenn jemand einfache Jägerkleidung trägt, wird er nicht anders behandelt. Und die Art, wie Fräulein Hania sich kleidet, ist viel mehr als nur die Einhaltung von Kleiderordnung. Ich würde sagen, sie ist elegant, äußerst elegant. Vielen Dank, eure Zustimmung ermutigt mich sehr. Zurück zum Thema. Ich bin diesmal nach Fontaine gekommen, um einen zuverlässigen Förderer für die Zimmermeisterschaft zu finden und um die Aufwärmveranstaltung zu nutzen, um die Niedlichkeit der Pilzbestien bekannt zu machen und schon im Vorfeld das Publikum zu gewinnen. Suka sagte, wir betreiben jetzt ein grenzübergreifendes Geschäft und die Bewohner von Fontaine sind sehr wählerisch, wenn es um Kleidung und Aufmachung geht. Wir sollten uns an die Sitten und Gebräuche des Landes anpassen. Also entwarf Suka einen Plan für die Aufwärmveranstaltung, ließ das Kostüm für mich anfertigen und gab mir ein spezielles Training für Auftreten und Sprachgewandtheit. Suka, das ist doch die Autorin von kurzen Erzählungen, die, nachdem wir sie besiegt hatten, dir gefolgt ist, um an literarischen Stoff für ihre kurze Erzählung zu kommen und dir half, dich um die Pilzgefährten zu kümmern. Langer Satz. Paimon hätte nicht gedacht, dass Suka solche exotischen Umgangsformen kennt. Ist sie wirklich so kenntnisreich? Und das ist noch lange nicht alles. Ihr könnt außerdem, wenn ihr euch noch an das Tischspiel Theater der Pilze erinnert, auch das brandneue kleine Pilzling große Illusion ausprobieren. Im Spiel Theater der Pilze befehligst du die Pilzlinge und die Vorrichtung auf dem Spielfeld zu besiegen. Bei seiner ersten Veröffentlichung wurde das Spiel gut aufgenommen, aber es fehlte das Potenzial für langfristiges Spielvergnügen. Und so ging die Begeisterung schnell verloren. Gut, daran kann ich mich erinnern. Das Spiel hatten wir auch gespielt. Daher kombinierte Suka Beschreibungen aus verschiedenen Dokumenten und Romanen und ersetzte die Vorrichtung durch Spielfiguren, die starke Gegner simulieren, was das Spiel vielseitiger machte. Gerade jetzt verhandelt Suka mit Dampfvogel, um eine Anzeige zu schalten, die das Spiel bewerben soll. Jetzt hat Paimon es auch begriffen. Bei der Aufwärmveranstaltung geht es also um das Spiel Kleine Pilzling große Illusion, richtig? Ist das Spiel, das auf diesem Tisch liegt? Und starke Gegner, das bedeutet, dass du die Figuren deiner Pilzgefährten gegen andere Kreaturen antreten lässt, wobei sich beide Seiten bewegen können. Das Spiel scheint im Ganzen sehr viel komplizierter geworden zu sein, aber aufgrund der bisherigen Erfahrung ist Paimon sicher, dass du noch einige Details perfektionieren musst, oder? Ha, das ist genau unser Spezialgebiet. Also ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Wir haben alle Probleme bereits im Vorfeld gelöst. Fräulein Hania und ihr kleiner Pilzling große Illusion wurden von der, wie hieß das noch, der Fonta-Projektgruppe des Forschungsinstituts Fontaine finanziert. Es ist also alles bereit und startklar. Selbst wenn etwas noch unvollendet bleibt, werde ich Turenna, das emsigste Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung, nicht zulassen, dass ihr beiden ehrenwerten Gäste damit genervt werdet. Schließlich seid ihr die Zenitstürmer-Führungsklassekämpfer und Fräulein Hania ist eine wichtige Geschäftsfrau aus der Ferne. Diese kleinen Aufgaben könnt ihr uns Gendarme überlassen. Ach so, dieses Fräulein ist also eine Gendarmin. Paimon dachte, sie sei von Hania als Hilfskraft angeheuert worden. Echt zuverlässig. Besten Dank. Hey, die Zenitstürmer-Führungsklassekämpfer haben mich anerkannt. Und ich wurde von den Kämpfern der Führungsklasse. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Als Neuling in der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung ist es meine Aufgabe, auf fremde Kreaturen aufzupassen und besondere Gäste bestmöglich zu betreuen und ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen, die normale Gendarmen nicht bewältigen können. Und falls diese Pilzbestienveranstaltung dem Hof von Fontaine noch wirtschaftliche Gewinne einbringen, dann wird in meiner Akte neben der normalen Kampfausbildung auch eine besondere Erfahrung vermerkt sein. Und mein Truppenführer wird mich in Zukunft mehr schätzen. Tja, sei doch nicht so ernst, ist nur ein Spiel, sei locker und entspann dich. Nach Paimons Erfahrung hilft alles, was mit den freundlichen Pilzgefährten zu tun hat, den Menschen ihre Sorgen zu vergessen und glücklich zu sein. Genau dazu habe ich einen Vorschlag. Suka und ich haben schon mehrere hundert Male kleine Pilz... Ach, nicht schon wieder. Aber dabei kann ich jetzt natürlich auch einiges überspringen. Es wird aber jetzt so langsam an der Stelle ein bisschen lästig, muss ich zugeben.
Tja, dann warten wir halt noch ein bisschen ab wieder. So, dann jetzt sag mal wieder auf ein neues. Jetzt erstmal zu dem Punkt wieder hinkommen, wo dann jetzt das Internet mal wieder abbrach. Und hoffentlich kommen wir dann bald mal dazu, das neue Spiel hier auszuprobieren. Tja, warten, warten, warten. Tja, wenigstens beim ersten Internetabbruch, der Sack noch drin war, hatte es auf die Verbindung 20 Minuten gehalten. Jetzt ist er leider nicht gerade so gut. Gut, jetzt kommen wir schon ein bisschen weiter mit dem Text. Okay. Meine Hochachtung. Als Sonnenpatrouille. Baba. Nein, das hatten wir auch schon. Hatten wir. Sagen wir es ernst, ist nur ein Spiel. Hatten wir auch. Genau, das habe ich einen Vorschlag. Sogar ich habe schon mehrere hundertmal klein. Die Gäste unterschieden mit. Wie es dazu will, haben goldene Meteoriten und silberne Satellit besondere Persönlichkeiten und Erfahrungen. Und Fräulein Tyrenne ist zudem sehr verantwortungsvoll. Wenn beide Seiten ein paar Runden gegeneinander spielen sollten, euch einige Limitierungen des Spiels stets auffallen, sodass wir nachher das Design verbessern können. Ja, ich wollte es gerade ausprobieren. Da es ein Spiel ist, an dem die Zenitstürmer Führungsklassekämpfer auch sehr interessiert sind und es einen verdienstvollen Eintrag in meine Akte machen wird, natürlich mache ich gerne mit. Mir ist aber klar, dass ich bei den Weiten nicht so gut bin wie du, also sei bitte nicht so hart mit mir. Halleluja! Wir können endlich beginnen. Nein. Noch einmal das Gleiche, noch einmal das Gleiche. Das ist jetzt langsam aber sicher ein bisschen nervig. Können wir jetzt, sagt nicht wenigstens mal da mit den Texten, sagt zum Ende kommen? Sodass wir dann, sagt jetzt wenigstens endlich mal ein bisschen spielen können. Bevor er, sagt jetzt schon wieder, das Internet einen Abflug macht. Also ich denke, es ist sicher wirklich, dass er sagt, der Internetanbieter selbst sagt, für diese ständigen Abbrüche verantwortlich ist. Zuvor hatte ich ja vielleicht noch gedacht, das wäre auch wegen dem schlechten Wetter von vor einigen Tagen auch gewesen mit dem massiven Schnee und so weiter. Aber jetzt so langsam ist ja, glaube ich, das nicht mehr. So, jetzt aber. Okay. Entspannter Test mit Aushilfsmonstern. So, Levelhandbuch, Truppeneinstellung. Ein Standardlevel entworfen von Nea verwendet die in Teyvat am häufigsten vorkommenden Monsterkombination Pyroschleim und Pyrometachul. Sie dienen als Archetyp für die gegnerischen Spielfiguren, die einfach und intuitiven Funktionen ermöglichen den Spielern, die neu in kleine Pilze und große Illusionen sind, schnell ins Spiel zu finden und zu verstehen, wie man am effektivsten kämpft. Oder es mit den Worten von Zucker auszudrücken, diese Monster sind eine Art Aushilfskräfte, die von der Abenteuergilde angeheuert wurden, um Neulinge an der ersten Prüfung zu unterziehen. Entgegen ihrem Vergleich hatte Zucker aber nicht vor, ihre Aushilfskräfte zu bezahlen. Sie war nicht mal bei der Abenteuergilde registriert und niemals hätte sie irgendwelche Beiträge bezahlt. Für ein Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung wie Turena waren diese zwei Monsterarten altbekannte Gegner. Sie nun zu befehligen, fühlte sich tatsächlich etwas seltsam an. Tja, Levelhandbuch. Nicht sehr viel. Truppeneinstellung. Gut. Tja, werden wir eine Runde spielen können, ein Level? Oder werden wir gleich in Kürze einen Spielabbruch haben? Was wird es sein? Verwende die Gamepad-Tasten, um zwischen den aktuellen Befehlen Pilzling zu wechseln. Okay.
Drücke auf einer beliebigen Stelle auf dem Feld oder einen Gegner, um deine Pilzlinge zu entsprechenden Positionen zu befehligen. Mhm. Ist den Pilzlinge erkennen. Einsatz von Wunderglöbbel, dass du den Pilzlinge mächtige Fähigkeiten einsetzen. Ah, warte mal, das... Okay, erste Runde bestanden. Naja, da das jetzt, sagt, nur ein paar Sekunden gedauert hat, habe ich jetzt irgendwie auch die große Hoffnung, dass wir auch die anderen Level auch gut durchspielen können. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Weil irgendwie habe ich jetzt gleich wieder das Gefühl, dass gleich hier wieder der Text käme, Verbindung zum Server wiederhergestellt. Stark, echt stark, du bist unbesiegbar, auch wenn du nur ein Tischspiel spielst. Bitte, bitte spiel noch zwei Runden und bring mir mehr bei. Bin ich wirklich so sensationell? Nun, übertreibst du wirklich, wir spielen hier doch nur ein Spiel. Sei bitte nicht so bescheiden. Bei diesem Spiel zeigt sich, wer Spieler die Geisteshaltung eines Truppenführers besitzt. Die Position der einzelnen Pilzlinge, die Ziele der Abfolge neuer Kampftechniken, die zeitliche Bestimmung gegenseitiger Hilfestellung. Für alles braucht man gute Strategien. Du hast keine Ausbildung zum Befehligen der Truppen von der Maison Gardenage erhalten und doch bist du so geschickt darin, einen gemeinsamen Angriff anzuführen. Du bist nicht länger nur ein Zenitstürmer-Führungsklassenkämpfer, sondern ein echter Zenitstürmer-Anführer. Interessiert am Dienst der Maison Gardenage? Du kannst bestimmt in kürzester Zeit deinen Platz als Truppenführer einnehmen und dich zu einem zentralen Mitglied der Truppe entwickeln. Ach, ich möchte nicht zur Arbeit gehen. Wenn Phantom hat sich an einem bestimmten Ort niederlässt und jeden Tag zur Arbeit geht, wird er seine eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Paimon will auch nicht jeden Morgen früh geweckt werden, um zur Arbeit zu gehen. Es ist besser, tun und lassen zu können, was man will und überall hingehen zu können. Und es gibt mehr Abwechslung beim Essen. Jawohl, abwechslungsreiches Essen ist auch wichtig. Wenn man immer am selben Ort bleibt, wird das Essen mit der Zeit langweilig. Also ist es besser, ab und zu woanders zu sein. Ich verstehe deinen Respekt für den goldenen Meteorit und den silbernen Satellit Fräulein Turenna. Bedauerlicherweise werden sie meinen Informationen zufolge über den Tevat herumreisen und nebenbei Menschen in verschiedenen Städten bei ihren Problemen helfen und Monster vertreiben. Da ich schon von ihren guten Taten profitiert habe, wünsche ich mir auch, dass mehr Menschen ihre Hilfe erhalten können. So ist es also. Die Saat der Gerechtigkeit und des Friedens in ganz Tevat zu sehen, ist wirklich viel wichtiger, als sich nur um den Schutz von Fontaine zu kümmern. Da muss ich wohl noch ein paar Runden mit euch spielen und versuchen, eure Gedanken nachzuvollziehen. Bevor Paimon es vergisst, es gibt noch eine wichtige Sache, Hania. Ich vermute, du fragst nach Trommelkäppchen, oder? Trommelkäppchen und Freudefunke sind gleich da drüben. Fräulein Turenna hat sogar eigens einen Freund für die Pilzgewehrten arrangiert, der sie im Alltag pflegt. Wie gewöhnlich habe ich auch dieses Mal einige besondere Wundergelees vorbereitet. Ihr könnt mit den Pilzgefährten etwas knabbern, während ihr zusammen spielt. Wunderbar, Hanias Vorbereitung wird von Mal zu Mal besser. Phantom Heart, lass uns doch eine Runde kleiner Pilze in große Illusion mit Turenna spielen und dann zu Trommelkäppchen gehen. Halleluja. Gut. Belohnung. Das war zu einfach. So, mal kurz abwarten. Verbindung ist ja sehr schlecht. Trommelkäppchen, Freudefunke, lange nicht gesehen. Paimon hat euch so sehr vermisst. Schnell, streichen wir ihren Kopf. Lass Paimon Trommelkäppchen umarmen und Freudefunke knuddeln. Warte mal. Zwar hat sich das Aussehen nicht verändert, aber es scheint so, als ob Trommelkäppchen und Freudefunke etwas zugenommen haben. Tja, das heißt, die Gefährten haben gut gegessen. Hey, wenn das so weitergeht, werden Trommelkäppchen und Freudefunke vielleicht eines Tages viel größer sein als wir.
Dann kann uns Trommelkäppchen auf den Kopf tragen und hochfliegen, wenn wir gemeinsam auf Reisen gehen. Und wenn Trommelkäppchen müde wird, dann wird Freudefunke uns tragen und wir können ein Packtier finden, auf dem wir zusammen reisen können. Die Pelzgefährten scheinen besonders glücklich zu sein, wenn sie von gemeinsamen Reisen hören. Wenn wir die Verbesserung der Weisheitsperle vollendet haben, werden die Pilzgefährten frei und uneingeschränkt herumlaufen können. Wo wollen wir spielen gehen, Fantomat? Wir können vor etwas planen. Tja, gut. Tja, wie dem auch sei, dann können wir jetzt, glaube ich, noch eine weitere Runde jetzt mal spielen. Gruppeneinstellung. Mhm. Ach, das machen wir schon. So. So. So und so. Ist ja nicht das erste Mal, wo wir sagt, dieses Spiel hier spielen. Naja, eigentlich ja schon in dieser Version. Aber sehr viel hat sich jetzt, sagt, nicht geändert. Okay, das läuft doch jetzt erstmal ansatzweise gut. Ah, wir hätten jetzt erst Level wählen drücken können. Ja, schade, das hatte ich jetzt leider nicht gesehen gehabt. Dass es diese Auswahlmöglichkeit jetzt auch noch gab. Aber es sieht jetzt vor allem danach aus, als... Obwohl, ne, ich will es lieber nicht beschreien. Ansonsten haben wir gleich wieder das Pech wie vor... Wie vorhin. Tja, dann wollen wir noch eine weitere Runde machen. Gut, nächste Runde. Kleine Fantasie, ein würdevoller Schwertkampf. Maschinenmarionette, Herz der Klinge. Gut. Dann starten wir jetzt mal diese Herausforderung. Recht einfach Urgestein zu kriegen, ist doch auch eine schöne Sache, wie ich finde. Thank you.
Okay, damit haben wir es doch gleich geschafft. Tja, war doch gesagt, beim besten Willen nicht schwierig. So, nächstes Level. Verlass bitte die Herausforderung vorübergehend und schließ die vorausgehenden Aufträge ab. Was? Was ist denn jetzt da wieder los? Gelee Sorbet mit Doppelzucker. Ist jetzt, sag hier vielleicht irgendwas Textliches wieder da? Müssen wir jetzt mit Turenna und Hania wieder reden? Könnte natürlich jetzt auch sein. Oder natürlich, wir sind jetzt gleich wieder an einem anderen Ort. Und müssen erstmal wieder irgendeine Nebenmission erledigen. Könnte so gut und gerne sein. Nach einer Weile seid du und Paimon wieder am Stand von Kleiner Pilzling Große Illusion. Ja? Oh, die sanften, hüpfenden, weichen und zarten Pilzbestien sind wunderbar. Ich will das Spiel noch einmal spielen. Guten Tag, wer bist du? Ich bin Engine, Turennas Ausbilderin, bevor sie in die Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung eintrat. Ich bin anders als Turenna. Ich werde nicht vor euch Angst haben, nur weil ihr Zenitstürmer Führungsklasse-Kämpfer seid. Wer hat uns eigentlich diesen Titel gegeben? Diese arrogante Melusine ist Turennas ehemalige Ausbilderin? Seid nicht nervös, goldener Meteorit und silberner Satellit. Vor kurzem erhielt Fräulein Turenna einen neuen Auftrag und kehrte ins Quartier der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung zurück. Fräulein Engine ist die Fachkraft, die von Fräulein Turenna eingeladen wurde, um sie als Sicherheitsfachkraft für den Veranstaltungsort zu ersetzen. Auch ihr gefiel Kleiner Pilzling Große Illusion sehr. Wir hatten eine Menge Spaß beim gemeinsamen Spielen. Stimmt, ich mag sowohl das Tischspiel als auch die realen runden Pilzbestien. Sanfte, hüpfende, weiche und zarte wie die Gezeitenalge. Hey, man darf keine Pilzgefährten essen. Ich werde sie nicht essen. Ist doch in Ordnung, wenn ich sie nur aufhebe und etwas reibe. Auch Hania hat nichts dagegen, wenn ich Freudefunke ein wenig knuddeln will. Aber du darfst nur Freudefunke knuddeln. Trommelkäppchen dürfen nur Paimon und Phantom Heart in die Arme nehmen. Sei nicht so geizig, ich möchte sie alle. Hania hat gesagt, ihr seid Experten in diesem Spiel. Wie wäre es also mit einer Runde? Wenn ich gewinne, kann ich Trommelkäppchen auch knuddeln. Ah, sie schaut auf uns herab. Phantom Heart, komm, wir zeigen ihr die Fähigkeiten der ersten Spieler von Kleiner Pilzling Große Illusion. Und die der ersten Sieger der Nilotpala Lotos Meisterschaft. Ja, richtig, wir haben all diese fantastischen Spitznamen nicht umsonst bekommen. Mit uns wird niemand so leicht fertig. Auch wenn ich mir frage, seit wann wir Zenitstürmer sind. Okay, kleiner großer Hydroschleim, kleiner großer Kryoschleim. Wir brauchen jetzt also Feuer, Wasser. Moment. Warte, Feuer, Elektrizität, dann sagt noch ein bisschen Pflanzenkraft. Nicht zu vergessen noch ein bisschen Heilung. Und natürlich, eine Melusine muss natürlich Wasserkreaturen einsetzen. Ist natürlich ganz klar. Okay, läuft doch bisher recht gut.
Hallo, würdet ihr auch mal angreifen? Gott, jetzt großer Schweinekönig, frostiger Treffer, frostiger Eishahn, tosen Lawine. Ah, ein Level mit starken Gegnern, Worfen von Hanir und Zucker. Und vor allem jetzt ist er auch ein Gegner. Moment. Wir brauchen hier Verteidigung. Weitere Angriffskräfte und dann ist sowieso wieder Heilung. Und die Herausforderung kann beginnen. Ach ja, ist auch schon lange her, wo wir mal beim Drachengrat waren. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir es jetzt aktuell auch nicht hin. Okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall irgendwas. Nicht richtig gemacht. Wir haben zwar den Gegner gleich besiegt. Aber das war jetzt, sag, leider nicht so ganz richtig. Aber egal. Hauptsache, wir haben jetzt, sag, das Urgestein gekriegt. Und können jetzt noch ein bisschen weitermachen mit ein bisschen mehr Story. Also mal sehen, wer will als nächstes gegen uns kämpfen? Ist Turenna wieder da? Nach einer Weile seid du ein paar Mal wieder am Stand von kleinen Pilzen, große Illusion. Oh nu, Zucker. Hallo Zwillingssterne der Weisheit und Tapferkeit. Ihr seid wieder da, um kleiner Pilzen, große Illusion zu spielen. Engina hat einen Befehl bekommen und kehrt erst einmal zur Maison Gardenage zurück. Also werde ich jetzt gegen euch spielen. Zucker, du bist zurück. Paimon war schon wahnsinnig überrascht, als Paimon das letzte Mal Hania gesehen hat, aber du übertreibst es noch mehr. Paimon findet, dass sein Outfit sogar etwas zu energetisch ist. Voll Energie zu stecken ist eine gute Sache. Ich habe noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Ich kann es mir nicht erlauben, dass mir frühzeitig die Puste ausgeht. Sieh beim Schwingen einer Axt. Man muss ein Problem nach den anderen wegschlagen. Hey.
Wie läuft die Verhandlung mit dem Dampfvogel? Der Plan macht stetige Fortschritte. Neuartige Veranstaltungen wie diese ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Dampfvogel wird sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir haben zwar nicht die wichtigste Seite der Zeitung bekommen, aber es ist dennoch offensichtlich, dass die Veranstaltung in letzter Zeit immer beliebter geworden ist. Ja, es gibt in letzter Zeit immer mehr Einwohner, die kleine Pilzlinge große Illusionen ausprobieren wollten. Viele Leute haben auch angefangen zu diskutieren, wie man die Pilzling-Truppe besser kombinieren soll, um das Spiel schneller zu gewinnen. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass alle auf der Suche nach goldener Meteorit und silberner Satellit sind, damit sie sich mit euch duellieren können, um zu sehen, wie echte Experten spielen. Ha, ein Meister zeigt nicht einfach ganz beliebig sein Können. Wir werden sicher nicht verlieren, es sei denn, Hania und Suga spielen persönlich gegen uns. Ihr zwei kennt so eine Taktik schon sehr gut. Nur ein Spiel zwischen uns kann als Spiel auf höchstem strategischen Niveau bezeichnet werden. Genug jetzt mit dem Gerede. Wie wäre es, wenn wir ein freundschaftliches Duell austragen? Wenn man es sich genau überlegt, war das letzte Mal, als wir ein direktes Duell bestritten haben, bei der ersten Nilotpala-Lotus-Zema-Meisterschaft. Damals hast du mich so leicht besiegt. Ich werde sogar ein wenig nostalgisch. Seitdem haben Hania und ich viele Dinge und Veränderungen erlebt. Euch ging es bestimmt genauso. Aber ich kann immer noch den Mut und die Kühnheit in euch sehen. So stark und klar wie ein Kristall. Das allein war für uns Grund genug, nach der Vorbereitung für das Theater der Pilze für dich zu arbeiten. Ich glaube wirklich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Suga, warum schwelgst du plötzlich in Erinnerung? Ist das etwas, das Schriftsteller immer tun? Auch ich vermisse die guten alten Zeiten. Jawohl, das hast du schön gesagt. Dann passt mal gut auf. Als einer der Schöpfer des Spiels habe ich ein starkes letztes Ass im Ärmel vorbereitet. Sollen wir das nutzen, Suga? Richtig, wer das Spiel in Gang bringt und dann wird Hanias starke Gegner gegen euch anführen. Präsentiert bitte ein höchst spannendes Spiel. Dann lasst uns beginnen, goldener Meteorit und silberner Satellit. Lass uns das Duell beginnen. Dein letztes Duell mit Hania ist schon so lange her, dass macht Paimon auch ganz aufgeregt. Aber dieses Mal ist ein reines Freundschaftsspiel, also lasst uns einfach Spaß haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ruinenwächter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Eis. Elektrizität. Und natürlich, sag hier, noch ein bisschen Heilung. Das ist nice. Jetzt bin ich mal, sag mal, gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Natürlich sollten wir zuallererst mal unsere Angriffskraft auf einen Gegner konzentrieren. Klick, klack, macht die Maschine. Und jetzt erstmal rüber mit euch. Und jetzt alle auf den Großen. Okay, das lief doch jetzt, viel einfacher. Als die Runde davor, so flinker schwarzer Schatten. Schattenhut, Klingninken. Okay. Gegen Ninja-Hunde zu kämpfen, ist also immer eine besondere Herausforderung. Na,
Ein absolut starker Bossgegner. Vielleicht hätten... Oh, Hania kommt jetzt. Flinker schwarzer Schatten. Wo ist die Verteidigung? Gott. Jutsu des Tausches. Okay, das verlief doch jetzt irgendwie anders als erwartet. Aber wir haben es jetzt wenigstens hingekriegt. Wir haben ihn besiegt. Wir haben Hania besiegt. Und all das Urgestein gekriegt, was es bei diesem Event gibt. Gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Ich habe zwar jetzt also hier auch die Texte auch ein bisschen übersprungen, die jetzt auch hier bei waren. Aber wir mussten das leider machen. Ich weiß ja sagt nicht, ob das... Ich wusste ja nicht, ob die Internetverbindung jetzt stabil blieb oder nicht. Aber wie dem auch sei. Wir haben gewonnen. Die Pilzgefährten triumphieren. Mit einer wirklich wunderbaren Strategie, aber das war auch zu erwarten. Immerhin seid ihr ja der goldene Meteorit und der silberne Satellit. Euer Talent als Zähmer ist wirklich unvorstellbar. Selbst im Angesicht eines solchen Gegners lassen sich die Pilzgefährten unter eurer Führung nicht in die Knie zwängen. Ha, du hast auch eine Menge auf den Kasten. Obwohl der große Schneeeber und Magu Kenki schon vorher aufgetaucht sind, ist es immer noch sehr überraschend, dass du sogar den Klingenwelpen dabei hast. Suka, du stellst die gegnerische Formation wirklich ganz nach Belieben ein. Diese starken Gegner sind legendäre Kreaturen aus den Geschichten von Abenteurern aus der ganzen Welt. Ihr Ruhm ist weit über die Meere wieder hierher gelangt und kann das Interesse von Spielern erwecken. Als eine Schriftstellerin mag ich auch Situationen, in denen Figuren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ihre Kräfte messen. Bei den Gedanken daran bin ich ganz aus dem Häuschen. Liebe Zwillingssterne der Weisheit und Tapferkeit, nun habt ihr alle Herausforderungen von kleiner Pilzling große Illusionen gespielt. Wie findet ihr das Spiel? Tja... Die Anzahl der Herausforderungen ist genau richtig. Danke für die Zustimmung, aber da ihr sehr beschäftigt seid und nicht so viel Zeit zum Spielen habt, müssen wir vielleicht noch ein paar weitere Herausforderungen für die Öffentlichkeit vorbereiten als Ergänzung. Suka wird nach weiteren Materialien suchen und noch mehr starke und aufregende Gegner entwerfen, um kleine Pilze in große Illusionen noch interessanter zu machen und den Leuten hier das Spiel immer besser gefallen zu lassen. Auf diese Weise wird unser Förderer, der Fonta-Konzern, uns weiter mit gewaltigen finanziellen Mitteln unterstützen. Wenn wir genug finanzielle Mittel gesammelt haben, können wir wieder eine Veranstaltung in der Größenordnung von Nilotpala Lotos Meisterschaft durchführen. Nein, es wird eine noch größere Veranstaltung als die Nilotpala Lotos Meisterschaft. Es wird beim Wettkampfsystem der Meisterschaft auch gewaltige Verbesserungen geben, um die Veranstaltung aufregend, lebendig und faszinierend zu machen. Hey, allein bei Gedanken daran wird Paimon schon ganz aufgeregt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Das ist ein langfristiger Plan. Da muss man sich nicht zu sehr um kurzfristige Fortschritte sorgen. Durch die Anleitung von Zucker und Balfour ist aus mir auch eine mehr oder weniger qualifizierte Geschäftsfrau geworden. Natürlich kann ich euch nicht daran behelligen, euch persönlich um die Kleinigkeiten zu kümmern. Selbst wenn die Aufwärmveranstaltungen und Geschäftsverhandlungen abgeschlossen sind, werde ich mit Zucker noch lange in Fontaine bleiben und mit dem Pilzgefährten gemeinsam umherreisen.
Wir werden euch regelmäßig Briefe mit Berichten über die Situation der Pilzgefährten und den Fortschritt des Projekts schicken. Aber dafür brauchen wir eine Kontaktadresse, sonst können wir euch nicht erreichen, genau wie früher. Eine Kontaktadresse? Es gibt wohl nur die Abenteuergilde. Perfekt, dann werde ich euch beiden regelmäßig im Namen von Hania und dem Pilzgefährten schreiben und berichten. Abgemacht! Aktuell ist Kleiner Pilz in große Illusion immer noch sehr beliebt. Da planen wir die Veranstaltung noch etwas länger fortzusetzen. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, könnt ihr herkommen, um das Spiel zu spielen. Sehr gut! Hey, Paimon ist froh, dass Hania, Suka und die Pilzgefährten diesmal nicht zu weit und zu lang unterwegs sein werden. Paimon freut sich schon sehr darauf, wie die nächste Thema-Meisterschaft wohl aussehen wird. Wann auch immer sie stattfinden wird. Tja, wir sehen uns später. Auftrag abgeschlossen. Okay, Auftrag abgeschlossen. Auftrag abgeschlossen. Sieht doch an der Stelle wirklich gut aus und anscheinend würde ich mal sagen, ist die Internetverbindung jetzt wieder ganz normal. Wenn man jetzt die Zahl oben rechts ansieht. Das ist gut. Und wie viel Urgestein haben wir jetzt, der sagt, beisammen? 1789. Naja. Oh! Das hatte ich jetzt auch schon fast vergessen gehabt. Aber gut, mehr an der Stelle können wir jetzt auch nicht machen. Wir haben jetzt quasi Kleiner Pilzling, Große Illusion abgeschlossen. Die Aktionsdetails sind da jetzt auch alle beendet. Okay, wir hatten jetzt hier noch ein bisschen Mora. Aber ansonsten haben wir jetzt jedes Minispiel hier abgeschlossen. So, Selxys fantastische Abenteuer. Es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass dieses Event... Ah, das sind Stunden! Ah, verdammt nochmal, ich habe das für Tage gehalten. Habe ich schon gewundert, wieso das noch so lange geht. Aber gut, das sind Stunden. Gut, gut, gut. Das ergibt jetzt natürlich viel mehr Sinn, weil es wäre doch ein bisschen komisch gewesen, wenn das Event, in 4.3 reingeht. Aber gut, Mission abgeschlossen. Wir haben die Mission der Pilzbestien gemeistert. Und schon in der nächsten Episode werden wir dann höchstwahrscheinlich wohl Version 4.3 haben. Innerhalb von einer Woche. Moment, innerhalb von einer Woche? Eine Woche geht da, sagt noch das Event der Pilzbestien. Okay, da die Sache mit 9 Tagen ist, jetzt wahrscheinlicher. Ja, dann ist es, jetzt wieder der Mittwoch. Der Mittwoch, der Mittwoch, der Mittwoch. Der 20. Dezember also. Am 20. Dezember geht's also weiter. Version 4.3 von Genshin Impact. Und dann sagst du so auch das letzte Update in diesem Jahr. Tja, im Januar wird es dann auch wieder so weit sein. Mit dem nächsten Laternenritual. Und dann mit dem Februar, würde ich so ungefähr schätzen. Februar, März. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir auch ein weiteres Abenteuer mit Dane. Dann müsste er so langsam aber sicher mal wieder auftauchen. Ein weiteres Abenteuer mit Dane. Dann würde ich gibt es ein paar Tauchmissionen. In Fontaine. Mit Dane. So oder so, sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Hoffentlich wird dann bei der nächsten Version es so sein, dass ich hier nicht mehr so viele Internetprobleme dabei habe. Auf alle Fälle, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao.